Du stirbst. Wo ist Mutter? Wo ist Mutter? Sie ist tot, Darin. Tut mir leid. Die Verbündete verloren. Was zur Hölle? Sie ist tot. Sie ist tot, Darin. Tut mir leid. Was sind das denn für... Was geht denn hier eigentlich? Später. Zuerst kämpfen wir. Brüder, wir müssen nicht kämpfen. Spar dir die Worte. Sie wurden von Lügen vergiftet. Lauf, Darin, lauf. Wir müssen fort von hier. Schnell. Darin, ich folge dir. Nur renn. Achtung. Hä? Hä? Das Messer hat ihn erwischt und er springt trotzdem. Na, oh, war ja bloß ein Messer. Ich peil's nicht, ganz ehrlich nicht. Wir müssen fort von hier. Schnell! Oh, komm, jetzt kommt da oben wieder der Kerl. Achtung! Hey, was, ey, was ist denn das für eine Buggy-Scheiße? Ich hab... Er lebt da hinten und er steht dann noch. Wie buggy ist denn das? Dieser ganze alter Irrkram, der ist so buggy, das gibt's gar nicht. Das ist unfassbar. Ich folge dir, ich bleib direkt auf deinen Spuren. Ja, ganz schwierig. Ui, ui, ui. Wie soll ich dir bloß folgen? Wie habe ich denn bitte einen Verbündeten ver... Wie verbuggt kann so ein Spiel sein? Es ist schade, weil die Story so, so mitreißend ist. Renn. Pass auf, da oben, ja, 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 ganz toll. Was soll ich denn machen? Was zur Hölle soll ich denn machen? Was ist denn das? Jetzt mal ganz ernst, ganz trocken. Was erwartet dieses Spiel von mir? Bitte. Was ist denn das? Ja, jetzt rennst du wieder hier lang. Oh mein Gott, was sollen wir da nur tun? Achtung! Was zur Hölle? Meine Fresse. Meine Fresse. Ich weiß, dass der da rechts abspringt, aber... Wie schnell wollt ihr denn bitte, dass man da reagiert in der Zeit, wenn die Kamera sich ändert? Ja, renn bloß nicht, Alter, ihr. Dein Sohn will ja bloß gleich hingerichtet, wenn du nicht rennst. Hey! Ich bleib direkt auf deinen Spuren. So, bitteschön. Jetzt lauf. Was soll sowas? Sie dürfen uns nicht erwischen. Ja?
Und nun? Rendarim! Deinen Bruder, Malik und viele andere. Er ist des Wahnsinns. Ein Wahnsinniger mit einer Armee. Er wird sterben. Eines Tages. Komm, letzter Mann. Komm her, Spasti. Darim, jetzt rennen. Mann. Egal, ich schieße das jetzt mal ab und sag einfach mal Pech gehabt, dann ist es halt so. Herzlichen Glückwunsch. Hier, jetzt kriegst du einen Einlauf. Zack. Und weiter geht's. Musst du auch nicht. So, bitteschön. Bitteschön. Wer will tanzen? So, bitteschön noch mehr. Bitte schön und auf Wiedersehen. Ja, mein Dolch trifft ihn nicht. Genau. Bitte schön und bitte schön. Jetzt stirb, verdammt nochmal. Es ist Zeit zu gehen. Ja, das sagst du aber rechtzeitig. Den Apfel besitzen, Alter, ihr! Und euren Kopf hole ich mir auch! Dafür, dass ihr meine Familie entehrt habt! Ihr könnt nicht ewig davonlaufen! Nicht vor uns! Und nicht vor euren Lügen! Maria. Meine Liebe. Das heißt dann aber, Darim hatte vermutlich doch Kinder, wenn man das mal logisch bedenkt, weil ansonsten, woher käme denn sonst Desmond? Hm? Desmond durchlebt ja die Vergangenheit seiner Vorfahren. Also muss Altair auch seine Kinder Kinder gehabt haben. Euer Lenio ist, hört sich jetzt gleich noch das Gebrabbel an nach dieser Sequenz, weil die jetzt vermutlich vorbei ist. Und sagt schon mal over and out. Was ein Scheiß. Großartige Neuigkeiten, Claudia. Ich habe einen Namen erfahren. Manuel Palaiologos, der Neffe des letzten byzantinischen Kaisers Konstantin. Ich bin beinahe sicher, dass dieser Mann die Templer anführt. Ich muss nun als nächstes einen verräterischen Janitscharen namens Tariq Barletti verhören und die Armee der Templer ausfindig machen. Bis dahin suchen Sophia und ich weiter nach dem letzten verborgenen Schlüssel. Ich weiß, dass meine Aussichten mit jedem Augenblick, der vergeht, schwinden. Und doch kann ich mich manchen Tages nicht erwehren, einige Mußestunden mit ihr zu verbringen, ihre Stimme zu lauschen und ihr bewegtes Gesicht zu beobachten, wenn sie von Dingen spricht, die sie berühren. Ihre Bücher, ihre Stadt, ihre Erinnerungen. Fast fände ich es schade, den letzten Schlüssel zu finden.